Heute haben wir für euch ein Rezept für einen ultra leckeren, kalorienarmen Blumenkohl Low Carb Bratreis im Asia-Geschmacksstyle. Und jetzt viel Spaß beim Video! Für unseren Blumenkohlreis benötigen wir als erstes natürlich einen Blumenkohl. Zerlegt ihn in Röschen und wascht die Röschen einmal kurz ab. Als nächstes wird das Ganze geschreddert. Ich habe hier so ein kleines Gerät mit 3 Schlagmessern, in das gebt ihr dann euren Blumenkohl rein und erhaltet hinterher wunderschön klein geschredderten Blumenkohlreis. Als nächstes benötigt ihr pro Person 200 Gramm von eurem klein geschredderten Blumenkohlreis, ca. 50 bis 80 Gramm Edamame Sojabohnen, eine große Möhre, das sind ungefähr 100 Gramm, eine halbe klein geschnittene Zwiebel und 1 bis 2 Knoblauchzehen, ganz nach eurem Geschmack. Erhitzt jetzt zum Beispiel einen Teelöffel Kokosöl oder anderes Öl eurer Wahl in einer Pfanne und gebt die Zwiebeln hinein, sodass ihr sie glasig anbraten könnt. Als nächstes folgen die Möhre und die Sojabohnen. Bei mir war beides gefroren, weshalb das Ganze mit einem Schluck Wasser kurz aufgekocht wird. Sobald das Wasser verkocht ist, könnt ihr den Blumenkohlreis unterrühren und bratet alles zusammen schön scharf an. Jetzt kommt noch für ca. 1 Minute der Knoblauch dazu. Bratet ihn bitte nicht länger, rührt immer schön um. Wenn er anbrennt, wird er sonst bitter. Sobald euer Gemüse gut angebraten ist, folgt die Sojasauce. 3 bis 4 Esslöffel oder je nachdem auch gerne weniger, wenn ihr es nicht zu intensiv möchtet. Dreht die Hitze jetzt etwas herunter und verquirlt 1 bis 2 Eier in einem Becher. Das Ganze wird nun über unsere Blumenkohl-Gemüsemasse gegossen und immer kräftig umgerührt, sodass das Ei sich um alle kleinen Partikel herumlegt. Bratet das Ganze jetzt noch so lang, bis das Ei richtig gestockt ist und schon ist euer Blumenkohl-Low-Carb-Bratreis fertig. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch jetzt erstmal guten Appetit!